Was gibt's? Was ist denn hier los? Es tut uns sehr leid, aber du bist vorläufig festgenommen. Was soll denn die Scheiße? Moment mal, ihr arbeitet mit Michael zusammen. Steckt der dahinter? Soll das ein Scherz sein? Ich sag euch gleich, ich bin heute wirklich nicht zum Scherzen aufgeregt. Dirk, hör zu, du stehst in dringendem Tatverdacht, gestern Abend eine Frau vergewaltigt zu haben. Wie bitte? Ey, Mann. Sie hat dich zweifelsfrei erkannt. Das kann doch gar nicht sein, ich hab doch keine... Wann und wo soll das denn gewesen sein? Gestern um 21 Uhr auf der Bendinger Landstraße. Du hattest eine Uniform an, hast die Frau rausgewunken und eine Polizeikontrolle vorgetäuscht. Und als sie dir die Papiere überreichen wollte, hast du sie überfallen und vergewaltigt. Und das soll ich gemacht haben, ja? Wir haben deinen Dienstausweis am Tatort gefunden. Mein Dienstausweis? Das kann doch gar nicht sein. Mein Dienstausweis ist in meiner Uniform. Macht mich mal los und dann hole ich ihn. Dirk, hier. Hier. Hier ist dein Dienstausweis. Ja, dann muss ich den wohl verloren haben. Aber bestimmt nicht bei der Bendlinger Landstraße. Das werden wir klären, jetzt komm erst mal mit. Ey, ihr irrt euch, ich war das nicht. Mann. Das Opfer kann mich gar nicht erkannt haben, weil ich überhaupt nicht da war. Wo warst du denn gestern um 21 Uhr? Nach einem Streit mit meiner jetzigen wohl Ex-Freundin bin ich rausgegangen. Und dann habe ich mir erstmal am Kiosk eine Flasche Whisky geholt. Und mit der bin ich dann in den Park gegangen und habe getrunken. Gibt's dafür irgendwelche Zeugen? Nein, natürlich nicht. Dann bin ich noch durch die Kneipen gezogen, habe die ganze Nacht nicht geschlafen und am Vormittag bin ich dann nach Hause gekommen irgendwann. Also das heißt, du hast für die Tatzeit kein Alibi? Nein, aber ich war's nicht. Mann, Michael, du glaubst doch wohl selber nicht, dass ich so eine Scheiße mache. Du sagst nichts? Glaubst du etwa selber, ich wäre fähig, eine Frau zu vergewaltigen? Ich glaub gar nichts, Dirk. Ich sehe hier nur die Fakten und die sprechen momentan gegen dich. Ey, komm, das kann nicht wahr sein. Ich habe das nicht getan. Kannst du uns beide mal kurz allein lassen? Du auch bitte. Komm, Dirk, setz dich nochmal. Also, ich frag dich jetzt nur einmal, ja? Ist an den Vorwürfen auch nur das Kleinste, die kleinste Kleinigkeit dran? Michael, ich schwöre dir bei meinem Leben, bei allem, was du willst, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich glaub dir. Danke. Aber wir müssen unbedingt klären, wie dein Dienstausweis an den Tatort gekommen ist. Ja, und warum hat sich das Opfer wiedererkannt? Keine Ahnung. Vielleicht hat man mir den Ausweis ja gestohlen. Vielleicht will irgendjemand mir diese Sache anhängen. Ich weiß es nicht. Aber wer? Wer könnte das sein? Komm, Michael, du weißt selber, wie viele Feinde wir in unserem Job haben. Ja, ich meine, aber konkret hast du einen Verdacht? Nein. Ich meine, es werden ja viele Drohungen ausgesprochen bei den Festnahmen, aber dass die jemand umsetzt in die Tat, so richtig. Habe ich selber noch nicht erlebt. Michael, bitte. Ich kann nicht für was in den Knast gehen, was ich nicht gemacht habe. Dirk. Es tut mir echt leid, aber ich kann momentan nichts für dich tun. Das weißt du doch selbst. Es geht nicht anders. Komm, Junge. Schlaf dich erstmal aus. Michael, du kannst doch nicht die ganze Zeit nur Kaffee in dich reinschütten. Hast du überhaupt geschlafen letzte Nacht? Du musst mich ja irgendwie wach halten, oder? Mann, wir müssen doch irgendwie beweisen, dass Dirk unschuldig ist. Bist du wirklich davon überzeugt? Oder kannst du es einfach nicht einsehen, dass einer deiner Freundin ein Vergewaltiger sein könnte? So ein Schwachsinn. Dirk macht sowas. Ich glaub ihm. Also, das hier sind alles Leute, die Dirk festgenommen hat und die irgendeinen Grund haben könnten, sich an ihm zu rächen. Die hier sitzen alle noch. Der hier ist im Ausland. Und die beiden hier sind bereits verstorben. Tja, bleiben noch die hier. Vier. Michael, da ist keiner dabei, der Dirk im geringsten ähnlich sieht. Ja, und auch vom Alter her passt das gar nicht. Ja, ich weiß, aber ein Versuch war es wert, oder? Die Akte hier war falsch im Archiv eingeordnet. Guck mal.
Armin Steinecke. Er wurde vor 6 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs und versuchten Mordes verurteilt. Dirks Aussage hat ihn letztendlich überführt. Ja, das könnte passen. Ja, der sieht ihm wirklich ähnlich. Hier, guckt mal, das Muttermal. Freunde, das tut mir leid, aber der sitzt noch. Tut er nicht. Laut Auskunft der JVA wurde er letzten Monat wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Aha. Ja, und wo wohnt er jetzt? Hat er eine Anschrift hinterlassen? In irgendeinem Hotel am Stadtrand. Ja, auf geht's, Leute, los. Michael, wir machen das besser. Hm? Ruh dich mal ein bisschen aus. Bis nachher. Bis dann. Ihr behandelt wie ein Opa, echt. Ja. Vom Alter kommt's auch langsam hin. Dann bist du frech. Hallo? 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 Ja, ist ja gut. Ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Wir sind von der Kriminalpolizei und suchen einen Armin Steinecke, der soll hier wohnen. Ich weiß ja gar nicht auswendig, ob der hier wohnt. Was wollen Sie denn von dem? Sehen Sie doch einfach mal nach, bitte. Na gut. Was haben Sie da gesagt? Stegner? Steinecke. Ich darf das, oder? Hey! Armin Steinecke, Zimmer 38. Ja, der Schlüssel hängt hier. Dann ist er wahrscheinlich unterwegs. Geben Sie uns den Schlüssel, bitte. Das kann ich nicht machen. Wir sind von der Kriminalpolizei und wir können da rein. Sie können uns vertrauen. Ansonsten können wir uns auch einen Durchsuchungsbeschluss besorgen. Ja, gut. Ja. Eine leere Munitionsschachtel. Kleinkaliber. Dann hat er sich mit Sicherheit auch eine Waffe besorgt. Ja, Bingo. Gerrit! Was machst du denn da? Rein dienstlich. Gerrit! Nein, nicht wegen der Möpse. Hier. DBVK. Ja klar, Dirk Brandner und Verena Kleimann. Seine Lebensgefährtin. Das hier sind Uhrzeiten. Er hat die beiden beobachtet, wer wann das Haus verlässt. Damit wusste er ganz genau, wann er die Dienstkleidung und den Ausweis klauen kann. Psst. So, bitte daher. Ja, und das nächste Mal denken Sie an den Schlüssel. Ich muss ja sowieso erst mal sauber machen. Polizei! Hey! Den Mann! Wo ist er hin? Der ist da rausgelaufen. Was ist denn los? Ganz ruhig. Du, Remo. Verdammte Scheiße! Rufen Sie die Polizei! Irgendein Penner hat mein Auto geklaut! Die Polizei ist schon da. Und dann unternehmen Sie bitte was. Aber gleich. Wie ist denn das Kennzeichen Ihres Wagens? Also, die Fahndung nach dem gestohlenen Wagen ist raus, aber bisher ohne Erfolg. Verdammt, Mama, was hat dieser Steinecke vor? Mensch, wo will der hin? Der weiß ja jetzt, dass wir nach ihm suchen. Ja, und dass sein Plan sich an Dirk zu Recht nicht aufgegangen ist. Und dass wir wissen, dass er der Täter ist. Ja, Naseband vom K11 hier. Wurde Dirk Brandner bereits aus dem Gewahrsam entlassen? Ja, wurde er also, ja. Ach, so ein Mist, ja. Ja, okay, danke. Wenn dieser Steinecke seine Rachepläne umsetzen will, dann macht das jetzt. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit und verdammt noch mal, er hat eine Waffe. Okay. Ich fahr mit Alex zu Dirks Haus. Ich will nicht mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Nein, bitte, es ist vorbei. Was wollt ihr denn hier? Dirk, du musst sofort mitkommen. Wir wissen jetzt, wer hinter der ganzen Sache steckt. Armin Steinecke. Es kann sein, dass der jetzt sogar... Ah, runter! Runter! Hey! Dirk! Nein!
Waffe! Weg mit der Waffe! Legen Sie die Waffe weg! Was ist mit dem Falschen angelegt? Ach, die Schnauze mit Drecksbullen.